Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Mass Effect. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Na, das klingt ja lauschig. So, jetzt sind wir auch da. Mal gucken, ob wir jetzt den Koganer treffen, mit dem wir reden müssen. Das sieht doch... Ah, das sieht aus, als wären wir beim Richtigen gelandet. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier! Ja, Mensch. Ich versuche, Saren zu schnappen. Balafon schickt mich. Balafon ist schlau. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Klären Sie mich auf. Ich soll den Besitzer von Koras Nest ermorden. Ein Typ namens Fist. Er hat etwas sehr Dummes getan. Er hat den Shadow Broker betrogen. Eine Quarianerin war hier auf der Zitadelle. Sie war auf der Flucht. Sie wollte Informationen gegen ein sicheres Versteck eintauschen, also ging sie zu Fist. Er versprach ihr, ein Treffen zwischen ihr und dem Shadow Broker zu vereinbaren. Stattdessen holte er Saren. Was hat Saren damit zu tun? Die Quarianerin hat etwas, das Saren mit dem Geth verbindet. Er zahlte Fist ein kleines Vermögen für sie. Wenn wir an diese Beweise rankommen, können wir beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Rat wird uns anhören müssen. Wo ist die Quarianerin jetzt? Zuletzt hatte Fist sie noch. Wahrscheinlich in seinem Club. Wenn Sie mir helfen, Fist zu töten, gehört sie Ihnen. Erzählen Sie mir mehr über Ihren Arbeitgeber. Da gibt's nicht viel. Ich habe nur eine kodierte Nachricht mit den Details. Standard. Und Garrus, der Turianer? Er will Saren auch erledigen. Er könnte nützlich sein. Er war gerade noch hier, bevor sie kamen. Er meinte, er würde einer Spur nachgehen. Er wollte mit dem Klinikarzt reden. Los geht's. Oh, okay, super. Jetzt kann ich mir aussuchen, was ich mitnehme. Ich werde jetzt einfach mal den Vrex mitnehmen. Sie ist halt reine Kämpferin, er ist so ein bisschen Biotik und Tech und der ist Biotik und Kämpfer. Gucken wir mal. Leider kann ich ja immer nur zwei mitnehmen, nicht vier oder so. Ja, ich nehme euch mit. So, wahrscheinlich muss ich jetzt hier noch ein paar Punkte verteilen. Ja, der hat noch eine Menge Punkte. Uiuiui. Okay. K-Kampfmeister, okay. Ah, Kroganer-Kampfmeister. Mehr hat hier nicht reingepasst. So. Das ist gut. Was haben wir hier? Kampfpanzerung. Ja, das können wir immer brauchen. Hier Schildboost. Okay. Sturmgewehr. Okay, gucken wir mal. Ich habe hier noch drei Punkte, die ich idealerweise etwas sinnvoller verteile. Oh ja, hier, der wird unser Tank, der Kumpel. So. Ah, hier, guck mal, schwere Panzerung ausstatten, das ist natürlich auch nice. Aber ich glaube mal, ich werde noch ein bisschen in Barriere gehen. So. Okay. Haben wir uns hier schon mal ein bisschen umgeguckt, die Sicherheitskamera. Uiuiui. Hier ist auch ganz schön viel zu sehen. Ich mach mal einen kurzen Rundgang. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir hacken können. Ah, hier ist der Transit. Okay. Hier geht's irgendwo anders hin. Zu den Wards. Okay. Wo muss ich denn hier hin? Requirierungen?
Also ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt schon wieder den Aufzug benutzen. Oh. Okay. Ah, hier kann ich... Oh, guck mal. Hier ist noch einer zum Scannen. Cool. Ich warte echt noch drauf, dass das irgendwann so eine Art extra Erfolg gibt. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle. Stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Super. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Okay. Oh, hier sind coole Sachen. Granaten-Upgrade. Ulala. Okay. Ah, das ist dann etwas, womit wir dann später noch ein paar neue Sachen freischalten, glaube ich. Was ist das denn hier? Bio-Verstärker. Oh Gott. Alter, ist das alles teuer. Puh. Ich glaube, da gehen wir irgendwann später hin, wenn wir mehr Geld haben. So. Also hier ist so die Polizeizentrale offensichtlich. Was gibt's hier noch? Zur Andockbucht. Und hier geht's wohin? Steht leider nicht auf der Wand. Aber hier sind sehr viele Salarianer. Oh, können wir hier irgendwas knacken? Nicht? Ach Manu, ich hack doch so gerne. Das ist doch blöd. Okay, Yalit. Lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner, Korban, er hat Sie bedroht? Naja, nicht wirklich. Aber er will mich treffen. Ich glaube, er wird mich töten. Und warum glauben Sie das? Ich kann nicht ins Detail gehen. Korban tötet mich, wenn ich hier ungeschützt gehe. Ich kann Ihnen nicht helfen. Außer Sie erzählen mir noch ein bisschen mehr. Ich kann nicht. Tut mir leid. Dann habe ich was anderes zu tun. Aber... Nichts aber. Stören Sie mich nicht, es sei denn, Sie geben mir Details. Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Sagen Sie mir, wo er ist und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Das ist der Kerl, der uns darum bat, die Keeper zu scannen. Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Ich werde mich gleich darum kümmern, mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück! Okay. Okay, wir sammeln uns hier jetzt lauter interessante... Hoppala, darf ich hier mal durch? Ah! Jedes Mal, wenn ich die Zitadelle besuche, bringt mich die Sicherheit für einen netten Plausch her. Ja, wahrscheinlich feierst du auch ein bisschen zu exzessiv, Kumpel. So, was haben wir hier? Wieder nichts, was ich hacken kann. Ach Mann. Ich will doch nur ein bisschen hacken. Kommt, Leute. Das macht doch so viel Spaß.
Tracking Terminal, okay. Okay. Oh, hier ist noch ein Terminal. Es gibt mir auch wieder irgendwelche Codex-Einträge. Okay, ich kann hier zumindest XP sammeln. Ist auch noch eins, okay. Ganz viele XP für Lau, das ist echt nicht verkehrt. Und noch ein Keeper gescannt. Das wird mir sowas von auf die Füße fallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob ich diese Quest damals gemacht habe oder nicht. Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir werden schon rausfinden, was da passiert. Aber das ist so diese typische Sorte von Quest, wo man sich sagt so, hey, cool, kann ich Geld verdienen, ist ja alles harmlos, ne? Und bam, in your face. Und schon läuft die Sache nicht mehr. So, wo ging's denn hier runter? Waren wir hier nicht schon? Nee, oder? Ach nee, hier ist der Typ, der Requisitionsoffizier, genau. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo hinkomme. So, wo soll ich denn jetzt hin? Präsidium Bezirke. Vielleicht kann ich mir das aussuchen. Oh, Choras Nest. Ich gehe jetzt erstmal zu Choras Nest. Da haben wir ja immerhin einiges zu tun. Und ich hoffe mal, dann finden wir auch die Orte für die anderen. Mal gucken, was da so passiert. Na? Sie sind beim Herrenclub Choras Nest in den Bezirken angekommen. Okay, Herrenclub, ja. Ach, guck mal, hier untere Märkte. Hier ist Chorban. Ach, das ist ja witzig. Da können wir gleich mal kurz entlang gehen. Untere Märkte. Ja, sehr gut. Ist das gleich hier um die Ecke. Super. So, ach, da steht er gleich direkt vor uns. Hallo, Chorban. Commander? Ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Fangen Sie am besten mit der Wahrheit an, Chorban. Ich weiß gar nicht, worauf Sie anspielen. Meine Experimente... Schluss mit dem Gefasel. Ihr Freund Yalit hat uns von Ihnen erzählt. Sie haben mit Yalit gesprochen? Dann wissen Sie von den Daten? Nein, aber Sie werden es mir gleich sagen. Alles. Ihr könnt gehen, Jungs. Anscheinend haben sich meine Pläne gerade geändert. Ich bin nicht so übel, wie Sie glauben, Commander. Yalit und ich waren nur... verschiedener Meinung. Nur weiter. Das Unternehmen, für das wir arbeiten, hat ein experimentelles Verfahren für den Einsatz in medizinischen Scannern entwickelt. Aber Yalit und ich haben ein noch viel größeres Potenzial darin gesehen. Also haben wir die Pläne gestohlen und heimlich ein Gerät entwickelt, um die Keeper zu scannen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Gerät, mit denen man die Keeper auslesen kann. Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Sie haben es selbst gesehen, Commander. Und Sie wissen, dass wir es schaffen können. Warum wollen Sie Ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Also wollen Sie nur wieder haben, was Yalit gestohlen hat? Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Commander, wenn Sie für mich weitere Daten sammeln würden, stellen Sie sich vor, was wir alles lernen könnten. Und es wäre auch eine Gelegenheit, einen großen Profit daraus zu schlagen. Tja, eigentlich wäre es schon ein toller Profit, aber andererseits, wer weiß, was der mit den Daten macht. Ich werde keine Gesetze brechen, um für Sie zu forschen. Geben Sie zurück, was Sie gestohlen haben, oder ich werde Sie verhaften lassen. In Ordnung. Ich habe es verstanden. Also dann, keine Scans mehr. Versprochen. Aber Yalit hat natürlich noch die Initialisierungsdaten. Ich bezweifle, dass er sie zurückgeben will. Ich kümmere mich schon um Yalit. Commander? Okay. Oh, ich war sehr vorbildlich. Eieiei. Irgendwie werde ich ja doch immer zum Netten. Aber andererseits, wer weiß, was so ein zwielichtiger Typ mit diesen Daten dann anfängt. Ist ja auch immer so ein Ding. Am Ende wissen die dann ganz arg viel Bescheid über diese lustigen Keeper, aber letztendlich
Gibt's dann damit irgendwie Stress oder so? Hallo! Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Hm. Na, was gibt's hier Schickes? Oh, das ist auch alles so... Fuck. Das ist alles ziemlich teuer. Oh, das ist cool. Medgel-Upgrade. Das kaufe ich mir. Das kaufe ich mir. Hallo. Kaufen. Ach, annehmen. Okay. So. Lizenzschutzabwehr Fürsorge Elanos. Für den auf der... Ah, okay. Warte mal. Ich glaube, das werde ich mir auch kaufen. Wer weiß, wofür man es mal brauchen kann. Und hier gibt es eine Menge Zeug, das ich mir nicht leisten kann. Aber immerhin, wir haben ein bisschen die Auswahl erhöht. Und wir können einen Medgill mehr tragen. Das ist, denke ich, auch nicht verkehrt. So, wo geht's hier hin? Oh, das ist hier jetzt eine sehr... Eine Gasse. Okay, gucken wir mal. Upsa. Medizinische Klinik. In die Krankenstation gehen. Okay. Ich sehe schon, ich muss hier mal weiter. Für irgendjemand muss ich in der Krankenstation was machen. Das ist aber alles ein bisschen hier zwielichtig. Oh, guck mal, da ist noch ein Keeper. Aber ich kann ihn nicht mehr scannen. No! Scheiße. Ach, das war leicht verdientes Geld. Aber wir sind ja vorbildlich. Also momentan sind wir noch ziemlich Paragon. Ich bin gespannt, ob sich das noch irgendwann ändert. Weil letztendlich ist es ja immer so ein Ding, ich möchte mich gern davon beeinflussen lassen, wie die Galaxis mit dem Charakter hier umgeht. Vor. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Wow. Woher willst du das wissen? Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen, die sich die Ascension ansehen durften. Wirklich? Die Tour ging über 6 Stunden und wir haben nur ein Zehntel des Schiffes gesehen. Ich habe sogar den Commander getroffen. Die Matriarchin Lidania? Du hast sie getroffen? Sie hat die ganze Tourgruppe begrüßt. Aber ich stand ziemlich nah an ihr dran. Mann, schau dir dieses Schiff an. Man muss schon bescheuert sein, sich damit anzulegen. Stimmt. Die Ascension hat fast so viel Feuerkraft wie die ganze Asari-Flotte zusammen. Hoffentlich muss sie sie nie einsetzen. Hm. So, hallo? Magst du mit mir reden? Nee, du auch nicht. Okay. Ah, niemand will mit mir reden. Ah, Commander Shepard? Hallo? Commander Shepard? Okay. Was willst du von mir? Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Laut Ihrer Akte haben Sie Akuse überlebt, während alle anderen Ihrer Einheit getötet wurden. Wenn jemand die übelsten Elemente auf der Zitadelle finden und das überleben kann, sind Sie das. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Keine Versprechen, aber wenn ich etwas mit Bezug auf Ihre Story finde, melde ich mich. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Weil immer Leute mir sagen so, hey, du wirst es nicht bereuen, gibt es meistens irgendein Problem. So, wo sind wir jetzt hier? Ah, ich muss ja noch ein Stückchen weiter rüber gehen, glaube ich. Und hier geht es... Ah, zurück zu den oberen... Ah, hier geht es zu den oberen Märkten. Die sind dann nicht ganz so shady wie die anderen. Oh Gott. Ah, was ein Chaos, ey. Zur Klinik. Und hier geht's zum Präsidium. Oh mei, wir haben hier viel zu laufen. Sind Sie Sicherheitsakt? Ah, okay, da wäre ich jetzt auch entlang gekommen. Aber wir gehen jetzt mal in die Klinik rein. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet.
Ah, und hier ist der nächste Rapid Transit. Okay, das ist schon mal sehr hilfreich. So, Tür zur Klinik. Öffnen. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Riech nach Ärger. Schilde sind unten. So, ich würde mal sagen, das haben wir erledigt hier. Erstmal die Waffen wegstecken. Und ich neige dazu irgendwie... Oh, Minigel aufstocken. Ja, das könnte ich jetzt brauchen. Warte mal. Sehr gut. Sie können aufbrechen. So, ein Minigel eingesammelt. Und jetzt, Feuereindämmungssystem. Warum liegen hier eigentlich nie Leichen, die ich irgendwie einsammeln könnte? Das wäre echt hilfreich. Also, so ein bisschen Loot oder so, wenn wir hier schon die Welt retten. Hallo, Garrus. Wobei, ich sehe gerade, wir sind eigentlich fertig im Grunde für heute. Naja, nicht ganz fertig, aber wir haben das Ende der Folge erreicht. Ihr Lieben, in der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich erfahren, was hier eigentlich los war und warum der Garrus hier mit irgendwelchen Leuten sich eine Schießerei geliefert hat und warum diese arme Ärztin hier irgendwie als Geisel gehalten wurde. Macht es gut, habt eine schöne Zeit, bis dahin und tschüss!